Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Nachrichten der letzten Wochen haben uns wieder daran erinnert, wie groß das Phänomen von Geldwäsche, von Steuerhinterziehung ist. Die Enthüllungen um das Datendeck aus Panama zeigen, es ist ein globales Phänomen, das unsere Gesellschaft, unser Gerechtigkeitsempfinden und das vieler Demokratien angreift. Die meistbekannten bekannt gewordenen Fälle waren nicht illegal. Die meisten Firmenkonstrukte sind legal. Und ich finde, genau hier liegt das Problem. Unsere nationalen und europäischen Gesetze, unsere nationalen und europäischen Regeln scheinen so schwach zu sein, dass es möglich ist, alle Vorteile aus diesem Land, was unser Standort bietet, mitzunehmen und alle Vorteile, die Steueroasen weltweit bieten, gleich mit einzukassieren. Und, meine Damen und Herren, wer über findige Berater verfügt, kann sich aus der Verantwortung offensichtlich sehr einfach rauswinden, die normale Bürgerinnen und Bürger erfüllen. Diejenigen, die so handeln, verschaffen sich gegenüber den Steuerzahlerinnen nicht nur einen Vorteil, sondern dieses Geschäftsmodell geht massiv zulasten der Allgemeinheit. Denn die Einnahmen, die dem Staat durch Steuerhinterziehung verloren gehen, müssen irgendwoher ersetzt werden. Und lieber Markus Opdenbrenk, dann hat es schon auch damit zu tun, wenn wir hier heute in diesem Hohen Hause darüber reden. Denn die Alternative wäre, dass wir eben nicht mehr für gute Bildung, für den Erhalt unserer Infrastruktur, für Zukunftschancen investieren können. Und deswegen hat es sehr wohl damit zu tun, was der Finanzminister und diese Landesregierung seit vielen Jahren vorantreiben. Und meine Damen und Herren, bitte bedenken Sie, es ist den Menschen, die uns hier heute zuhören, nicht zu vermitteln, die Lohnsteuer vom Gehalt abgezogen bekommen, den Selbstständigen, von denen wir Vorauszahlungen erwarten, und 99,9% der Unternehmen, die hier ihren Standort haben, die nach unseren Regeln spielen, denen ist es nicht zu vermitteln, dass gegen Lücken in unserem Recht nichts unternommen werden soll. Deswegen ist es richtig, dass diese Landesregierung und allen voran dieser Finanzminister seit Jahren konsequent gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuervermeidung vorgeht, dass wir mit dem Ankauf der Steuer-CDs, dass wir mit Bundesratsinitiativen und dass wir mit Anträgen hier im Hause immer wieder einfordern und klarmachen. Unser Recht muss für alle gleichermaßen gelten. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen, Stand 7. April 2016, über 22.000 Selbstanzeigen mit dem Bezug zur Schweiz. Bundesweit haben sich seit dem Frühjahr 2010 120.000 Bürgerinnen und Bürger selber angezeigt. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen, der Finanzminister hat es gesagt, 6 Milliarden Euro. Auch wenn diese Summe erfreulich ist, nach den Enthüllungen der Panama Papers muss man doch den Eindruck haben, dass uns nur ein kleiner Teil ins Netz gegangen ist und dass ein Großteil eben noch in den trüben Gewässern verteilt auf dem Globus unterwegs ist. Und es ist richtig, wir können das nicht mit nationaler Gesetzgebung allein in den Griff bekommen. Diesen Satz habe ich alleine heute in der Debatte schon 10-mal gehört. Die Frage ist, ob diese Aussage so pauschal auch richtig ist. Gerade die Bundesregierung versteckt sich hinter dieser Formel, was anderes ist es bei Herrn Schäuble nicht, sehr gerne. Es gäbe aber Möglichkeiten, diese Firmenkonstrukte auch mit nationalem Recht zu behindern, unattraktiv zu machen. Und das beste Mittel, um diese Schattenkonstrukte zu behindern, ist Licht. Wir brauchen Transparenz. Diese Schattenkonstrukte scheuen das Licht wie Graf Dracula das Sonnenbad. Und in diesem Bild zu bleiben, das Silberkreuz und der Knoblauch liegt schon lange auf dem Tisch der Bundesregierung. Sie fasst es nur nicht an. Das Transparenzregister, was die vierte EU-Geldwäscherichtlinie vorsieht, warum setzen Sie das nicht um? Herr Kollege Opdenbrenk, Herr Laschet, Sie haben im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit einer großen Koalition. Und Sie haben im Bundesrat mit den rot-grün regierten Ländern ebenfalls eine satte Mehrheit. Warum hat Deutschland noch kein Transparenzregister? Und es gibt Länder, die das sehr erfolgreich auch ohne internationale Hilfe umgesetzt haben. Eine Delegation unserer Fraktion war im letzten Jahr in Estland im Rahmen einer Digitalreise. Es ist in Estland sehr einfach möglich, mit einer sogenannten E-Residency, quasi einer elektronischen Staatsbürgerschaft, binnen weniger Stunden online eine Firma zu gründen. Um diese Firma dann letztendlich
in Estland auch zu registrieren, brauche ich da eine Anschrift. Aber der große Unterschied zwischen Estland und Ländern wie beispielsweise Luxemburg, Hongkong oder auch Panama ist, ich habe knallharte Voraussetzungen zu erfüllen. Erstmal kann ich nicht mit einer anderen Briefkastenfirma eine weitere Briefkastenfirma aufmachen. Ich muss mich einer gründlichen Prüfung unterziehen. Ich muss offenlegen, wem gehört die Firma. Es gibt umfassende Überprüfungen der Firmengründer, der Inhaber. Ich muss mich beim Finanzamt registrieren lassen. Ja, ich muss sogar in Estland meine Jahresumsätze veröffentlichen. Estland nutzt Transparenz, um sich zu schützen, denn sie wollen kein Standort der dubiosen Firmen sein. Sie wollen nicht wie Panama sein oder wie Hongkong, sondern sie wollen unkompliziert Firmengründung gerade für Start-ups anbieten. Transparenz schützt den Standort und eben auch Unternehmen. Sie schreckt dubiose Geschäftemacher ab und vor allen Dingen schafft sie Vertrauen. Wir brauchen Transparenz und klare Regeln, auch zum Schutz unserer Firmen und unseres Standorts. Wir brauchen mehr Estland und wir brauchen weniger Luxemburg. Und meine Damen und Herren von der CDU, ich würde mir wünschen, dass Sie das in dieser Deutlichkeit auch in Berlin vortragen. Sie sind der größte Landesverband der CDU. Sie haben mit dem Staatssekretär Spahn an zentraler Stelle im Bundesfinanzministerium eine Person aus Ihren Reihen. Und handeln Sie doch endlich dafür. Sorgen Sie, wenn Sie das ernst meinen, was Herr Dr. Oppendrink gerade ausgeführt hat, dass wir hier einen Konsens haben. Sorgen Sie dafür, dass wir ein Transparenzregister bekommen. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland nicht im selben Atemzug wie Niedrigsteuerländern wie Zypern, Malta, Luxemburg oder Irland genannt wird. Wir wollen hier Vorreiter sein und wir wollen nicht die Blockierer in Europa sein. Und vor diesem Hintergrund ist es dann auch nur noch mit Humor zu ertragen, dass Sie mit Ihrem Antrag uns auffordern, die Bundesregierung konsequent im Kampf gegen die Steuerhinterziehung zu unterstützen. Und dann auch noch den ehemaligen Finanzminister Linsen, Panama Linsen, für seinen Einsatz loben. Das ist ja so, als wenn Arturo Vidal nach gestern Abend Fairplay-Beauftragter werden will. Dass es jetzt einen 10-Punkte-Plan der Bundesregierung gibt, endlich. Dass darin mehrere Punkte drin enthalten sind, die wir schon vor Jahren hier beantragt haben, wo es Bundesratsinitiativen aus diesem Land gibt, geschenkt. Es geht hier nicht ums Recht behalten. Aber, meine Damen und Herren, es geht darum, dass Schluss sein muss, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass bei dem Thema Steuervermeidung, Geldwäsche immer nur Ankündigungen erfolgen und dass letztendlich aus dieser ganzen Enthüllung nichts folgt. Diesen Eindruck dürfen wir nicht entstehen lassen. Er ist leider bei vielen entstanden. Es kommt jetzt darauf an, dass wir konsequent handeln, meine Damen und Herren. Firmen, die auf dem Papier nicht hier sind, aber von unserer Infrastruktur und Technologie profitieren, von unserer Administration, von gut ausgebildeten Absolventinnen unserer öffentlich finanzierten Hochschulen, alle Vorteile unseres Standorts. Es muss klar sein, dass die sich dann auch daran beteiligen, wenn es darum geht, Steuern zu bezahlen. Hören wir also auf, Möglichkeiten zu bieten, diese Vorteile zu nutzen und auch noch die Steuervorteile anderer Länder mitzunehmen. Die Frage stellt sich, wer schützt eigentlich unsere Unternehmen vor diesem riesigen Wettbewerbsnachteil, die durch Regelbruch möglich sind. Es ist schon mal nicht die FDP. Das haben wir nach Ihrer Rede, Herr Witzel, sehr eindrücklich gemerkt. Aber das haben wir auch nach dem Interview Ihres stellvertretenden Bundesvorsitzenden aus Schleswig-Holstein, Herr Kubicki, vom 5. April mit Focus Online. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. Wir reden von Firmen, die keinen Geschäftsbetrieb unterhalten, dort, wo sie angesiedelt sind. Das ist aber nicht per se verwerflich. Nehmen wir die Schifffahrt als Beispiel. Herr Witzel, Sie haben das eben auch bemüht. Es soll weiterhin Handelsschiffe geben, die im deutschen Besitz sind. Wenn diese deutschen Schiffe unter Panama-Flagge fahren, brauchen sie auch eine Domizilgesellschaft im Land. Aber dann fragen wir uns doch mal, warum gehen denn Reedereien nach Panama? Was ist denn die Konsequenz dieser Konstrukte, die uns in Panama begegnen? Wir haben ganz konkret den Fall, dass nach einer Havarie mit einem schwerölbeladenen Schiff es bis heute den Briten nicht möglich ist, den Verursacher dieser Katastrophe haftbar zu machen, weil die gar nicht erkennen können, weil die gar nicht wissen, wer hinter dem Konstrukt aus Briefkastenfirmen, die wieder eine Briefkastenfirma gegründet haben, dahinter steckt. Das ist doch kein Zustand, den ich als völlig normal hinnehmen kann und den ich so sachlich beschreibe. Ja, da segeln die halt unter einer anderen Flagge, da brauchen die da auch irgendwie eine Firma. Das ist einzig und allein dafür da, den
Leuten an Bord geringere Löhne zahlen zu müssen. Das ist einzig dafür da, Lohndumping zu betreiben. Und Sie müssen sich dann schon entscheiden, ob Sie auf der Seite der Unternehmen stehen oder ob Sie an der Seite der Länder stehen, die auf Messen, die auf Bankiers sich an große Reedereien ranwerfen, dass es fast schon unter Prostitution fällt, oder ob Sie nicht an der Seite der ehrlichen Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, gerade wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, stehen, meine Damen und Herren. Sie kämpfen stattdessen für die Persönlichkeitsrechte der Tresore. Datenschutz, das ist bei Ihnen und bei Herrn Kubicki vor allen Dingen das Recht auf anonyme Briefkastenfirmen. Und Herr Kubicki sagt in diesem Interview weiter, ja, ich zitiere mal aus dem Interview, darüber kann man sich dann auch aufregen. Ob anonyme Briefkastenfirmen zur Steuerhinterziehung genutzt werden oder nicht, ist für Kubicki keine, Zitat, Frage der Konstruktion, sondern eine der Integrität derer, der sie nutzen. Also mehr Moral bitte, liebe Inhaberinnen von Briefkastenfirmen, aber bloß weiterhin keine staatliche Kontrolle und kein Licht ins Dunkel dieser Schattenkonstrukte. So geht es dann auch nicht. Sie müssen sich dann wirklich die Frage stellen, ob das schon die neue FDP ist oder ob das noch die alte Mövenpick-FDP ist. Meine Damen und Herren, ja, ich hab mich über das Interview auch sehr aufgeregt, von daher ist das völlig legitim. Aber vielleicht klären Sie das mal mit Herrn Kubicki, das passt nicht ganz ins Wording, was Sie jetzt vorlegen. Meine Damen und Herren, dass wir heute überhaupt über Panama Papers sprechen, haben wir einen mutigen Menschen zu verdanken, der sich hinter dem Pseudonym John Doe verbirgt. Ein Whistleblower. Die grüne Fraktion und auch meine Partei werden weiterhin auf allen Ebenen dafür kämpfen, dass Hinweisgeber geschützt werden, die uneigennützig dazu beitragen, Unrecht aufzudecken. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie wichtig unabhängiger und kritischer Journalismus für eine Demokratie ist, dann ist das durch die herausragende Arbeit des Journalistennetzwerks zu Panama Papers endgültig erbracht. Und lieber Kollege Henning Höhne, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich finde es immer amüsant, wenn Amerikaner jetzt in den Berichten zum Vorwahlkampf, aber auch in Nachrichtensendungen versuchen, Süddeutsche Zeitung zu sagen. Aber man muss auch anerkennen, dass in den USA auch eine Diskussion darüber entbrannt ist, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wie man unabhängiges Verlagswesen, wie man unabhängige Medien erhalten kann. Und meine Damen und Herren, zum Schluss, wir sind den Journalisten, dem Recherchenetzwerk zu Dank verpflichtet, dass sie das aufgearbeitet haben. Und es ist jetzt an uns, daraus Konsequenzen zu ziehen. Wir haben unsere Vorschläge vorgelegt. Sie liegen auf dem Tisch. Lassen Sie uns gemeinsam konsequent gegen Steuerhinterziehung, gegen Geldwäsche vorgehen. Vielen Dank.